Bist. Hallo? Hallo? Ja, hat eingeschalten. Ja. Du kannst immer nur beobachten, wie du mit was nicht einverstanden bist. Ja. Du kannst dann merken, wie zwanghaft du darauf reagierst. Und sich jetzt das verkneifen zu wollen, das Nicht-Einverstanden-Sein, sich ausreden zu wollen, weil ich ja weiß, dann geht es mir gut, ist Kaufmannsdenken und dann hängst du in dieser Schleife drin, die ich immer wieder anspreche. Genau. Selbsterfahrung. Es ist einfach so. Und es ist immer so, solange du noch reagierst auf Informationen, bist du noch nicht in dem roten Bereich. Du bist zwar als Bewusstsein prinzipiell rot, aber du bist noch absolut dogmatisch angewiesen auf dein blaues Ich. Ja. Und darum ist der große Trick Licht in der Vervollkommnung. Das heißt, nicht diese Reaktion, diese einseitige Reaktion weghaben zu wollen, sondern zu sagen, was ist das Gegenteil? Und jetzt erinnere dich, wie auf dich sah, disziplinier dich, dass du dich beobachtest, wie du reagierst, positiv oder negativ, oder welche Meinung du hast, und dreh das ganz bewusst um 180 Grad. Dazu braucht man oft Fantasie. Ja. Fantasie hast du nur, wenn du inspiriert wirst. Ja, Und genau. inspiriert wirst du nur, wenn du weißt, dass das eigentliche Wissen niemals von da außen kommt, mein Eigenlicht, Ja. Eigenlicht, mein Eigenlicht, das Wissen niemals von außen kommt, sondern dass das im Meer aus einer tieferen Schicht aus mir selbst kommt. Ja. Und diese Inspiration muss man anzapfen können. Das ist dann das, dass dir Sachen einfallen, wo du dann laufend Heureka hast an einen Gedanken, der definitiv in dir aufgetaucht ist, weil jetzt zapfst du langsam diese Quelle an. Kann immer wieder als Udo-Geschichte, wo ich sage, wo ich meine Entwicklungen gemacht habe, wo ich gemerkt habe, dass so extreme Widersprüche und Fehler in Physikbüchern drin sind. Fehler, wohlgemerkt, nicht falsch. Fehler, fehlerhaft. Es fällt was zur Vervollkommnung. Genau. Und wo ich dann hier das einfach anders gemacht habe, wie die physikalischen Grundlagen das vorschreiben, und habe dann in meinem Traum natürlich ein entsprechendes Ergebnis gehabt, dass ich Autoanlagen gebaut habe, wo Kabel drin waren, so dünn wie ein menschliches Haar, genau zu einer Zeit, wo die Welt diese daumendicken Monsterkabel halt es gekauft, verkauft haben, und wo die sagen, der fackelt das Auto ab, und es war für die ein einziges Rätsel, wenn Fachleute da waren, dass das so einen unendlichen Druck macht. Jetzt auch von der Lautstärke her, dass man fast die Scheiben rausschmeißen konnte mit einem entsprechenden Verstärker. Und die haben dann immer den Trick gesucht, wie einen Zaubertrick, weil mit den dünnen Kabeln kann das ja nicht funktionieren. Jetzt muss man aber einen Schritt weiter gehen, dass immer, wenn man jetzt raumzeitlich spricht, dass die Figuren in deinem Traum, du hast ja einen Glauben im tiefsten Innern und du bestimmst ja mit deinem Glauben sogar die Naturgesetze. Es gilt aber nur für diese Figuren, die Protagonisten, die in deinem Traum auftauchen. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, wenn du dir jetzt jemanden ausdenkst, das ist eine Figur in deinem Traum und du kannst ihn seinen Charakter beobachten, das setzt natürlich voraus, dass du die in die Kiste was reinlegst, wo du sagst, das kenne ich nicht. Das ist nämlich Tierchenforschen. Tiere erforschen heißt schlichtweg und einfach, ich will nichts verändern, sondern ich beobachte jetzt mal rein in den menschlichen Bereich, meine Mitmenschen, und schau, wie die auf Sachen reagieren. Ich kann ganz wertfrei beobachten, für was interessiert sich der, was lehnt er ab, im Politischen. Und da kommt jetzt was ganz, ganz Wichtiges, wo ich so oft gesagt habe, meine Seite, wo die Politiker draufstehen. Ich erweitere mir jetzt ganz einfach einmal auf Wissen, dass dir jetzt erst einmal klar sein muss, dass egal, was einer rezitiert, wenn es um dieses allgemeine Wissen geht, dass es immer angelesenes Wissen ist. Mir jetzt über Corona lesen, irgendwas lesen, dann kriegen wir ja normal gesprochen die Meinung von anderen Menschen. Aber das ist nicht ihre Meinung, weil es geht ja hier letztendlich um Sachen, die du empirisch gar nicht überprüfen kannst. CO2, wie viel CO2 ist in der Luft, ist es CO2 schädlich? Ich habe ein paar Mal schon gesagt, Toni, wenn wir jetzt in dem Buch zurückblättern, in deinem eigenen persönlichen Buch, das ich dir gegeben habe, was du zuerst einmal feststellen, da gibt es nichts zu diskutieren, dass sich das Klima die letzten 20 Jahre, müssen wir weiter zurückgehen, ich sage die letzten 60 Jahre, können wir ja machen, gewaltig verändert hat. Ich erzähle jetzt rein, und das macht bei dir, wenn du das entsprechende Alter hast, wenn ich jetzt bei mir mich denke, wie ich in die Schule gelaufen bin, jeden Tag 3, 4 Kilometer, dass hier so viel Schneegling ist,
Also als kleiner Stöpke in der zweiten, dritten Klasse sind die Schneehaufen rechts und links in der, neben der Straße größer gewesen wie ich. Ja. Und zwar über Wochen. Ja. Über Wochen. Ja. Ich weiß, in Oberhochstadt, wenn du hochgefahren bist, da mussten die lange Stangen reinstecken. Das ist auf der Platte, heißt es, wo dann die Ebene ist. Wenn man nach Oberhochstadt kommt, auch diese Platte, diese Ebene, weil du die Straße, du hast nicht mehr mal die Straßenpfosten gesehen, haben die Stecken reingesteckt, dass der Schneepflug morgens das wegmachen kann. Ich wüsste überhaupt nicht, dass die letzten 20, 25 Jahre irgendwann einmal nur annähernd so viel Schnee war, was in meiner ganzen Kindheit war. Ja, ja. Auch jetzt in Weißenburg. Du weißt, ich wohne jetzt 12, 13 Jahre in Weißenburg. Es ist definitiv, wenn überhaupt einmal der Schnee gelegen ist, vielleicht 10 Zentimeter für 3, 4 Tage und dann war es wieder weg. Ja. Die letzten 10 Winter. Mhm. Machen wir uns nicht fest auf 1, 2 Tage. Wenn ich jetzt zurückgehe in die 80er Jahre, wie ich mein Tonstudio aufgemacht habe, da konntest du von meinem Laden nicht parken, weil wenn die den Schnee geschoben haben, dass die Parkplätze waren, hier 1,5 Meter war Schnee von dem Schnee, was wir von der Straße weggemacht haben. Genau. Jetzt hier dementsprechend in die 80er Jahre, sind ja auch schon wieder 40 Jahre. Ja. Da merkt man, wie man alt war, Toni. Ja. Also was ich damit sagen will, es ist eindeutig, wenn du in deinem Buch jetzt zurückblätterst, dass das Klima sich gewaltig gewandelt hat. Ja. Der Klimawandel, da gibt es nichts zum Diskutieren. Eine wertfreie Erkenntnis aus Grund an eigener Erfahrung, wo ich sage, das kann ich jetzt beschwören. Beschwören kann ich all das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, innerhalb meines Lebens, auf irgendeiner dieser Seiten meines Lebensbuches, was natürlich schon da war, bevor ich es angeschaut habe. Wir denken an unser Prinzip der Computermetapher. Das Problem ist die Ursache, die du jetzt dir anliest, was die Ursache dafür ist. Und das ist die Falle. Genau. Das CO2. Und jetzt kommt einfach dieser kleine Satz, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und was du glaubst, in 99,9% der Fällen ist Geschwätz vom Zweiten, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und egal, was einer behauptet, auch auf die Viren, es gibt keine Internetseite, wo du dich informierst, wo ich dir nicht 1000 Internetseiten zeige, wo was ganz was anderes zu demselben Thema behauptet wird. So ist. Immer das Erste, was du dir einfängst, wie einen Virus, das ist der Virus. Das ist er. Das ist übrigens 4 US, kann ich auch lesen. Die 4 ist die aufgespannte Raumzeit. In unserem Thema. Genau. Mhm. Das ist die Öffnung. Genau. Mhm. Wenn du die eingehandelt hast, der bestimmt dann letztendlich, du bestimmst es mit deinen Glauben und das ist dann, ich sage immer wieder, an einer Kreuzung ein Weg, den du einschlägst, den du zu sehen bekommst. Ja. Es geht nur, dass man das Prinzip begreift. Ja. Wenn ich, wie oft habe ich das wiederholt, wenn du jetzt irgendeinen Politikernamen siehst, das gilt für alles. Dass jeder dieser Rechthaber, die in dir auftauchen, und das ist der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, massiv eine Meinung vertritt, die man genau genommen dir sich eingefangen hat wie ein Virus. Ja. Und jetzt treffen verschiedene Meinungen aufeinander. Dass wenn man sich das einmal bewusst macht, dass wenn irgendeiner was äußert, dass er eigentlich nur rezitiert und das natürlich dann in seiner Traumwelt verwirklicht. Mhm. Und dass die Qualität zum Beispiel einer Aussage eines Menschen maßgeblich von dem Kritiker, von dem bestimmt wird, der sich das ausdenkt. Im Positiven wie im Negativen. Jawohl. Und das macht jetzt diese Vielheit aus, wo ich sage, im Videospiel. Mhm, dass du jeden Entscheidungspunkt, den du triffst, mehr oder weniger deine Zukunft weitersteuerst. Und zu jeder Zukunft gehört eine Vergangenheit. Ehrlich? Das heißt, wir haben ein statisches Konstruktprogramm mit unendlich vielen Möglichkeiten, die sich wieder an jeder Stelle, wo du Entscheidung triffst, wieder zerspringt. Mhm. Und du dich wieder bloß für eine dieser Möglichkeiten entscheidest. Das geht zurzeit nicht anders. Darum sage ich, diese ersten 16 Perspektiven, du siehst immer nur eine und du kannst dir die anderen bewusst machen. Ja. Was wir jetzt so schön mit der Tasse machen. Das ist auch, wir haben das erste Mal hier 4 Tassen. Bei mir in unserem Spiegeleck, ich bleibe mal in dieser Metapher, genau genommen ist es ja nur, wenn wir mal die Bodenplatte sehen, wo die Gläser draufstehen, ist es nur eine zweidimensionale Darstellung. Ja. Mhm. Und jetzt ist es also so, dass du dich zuerst einmal in einen dieser 4 Spiegel reindenken musst. Genau. Es ist immer, wenn du an einen blauen Kopf denkst, denkst du dich, wenn ich sage, ich schaue von innen nach außen, ist es nur eine Möglichkeit von den 4 Möglichkeiten der 4 Quadranten. Ja.
Und jetzt habe ich doch das Schöne gesagt, am Anfang, wir haben ja das Spiel angefangen, nicht mit der Tasse, also zuerst mit der Tasse. Und dann sage ich, das gilt auch für die Brille oder fürs Internet. Ja. Das heißt, du hast einen Jetzt-Zustand, wenn du von meinem Internet nicht sprichst, das heißt, man musst du an ein Internet denken. Und sobald du an das Internet denkst, siehst du die eine Seite, Internet existiert, dazu Berg, gehört ein Tal, ein nicht existierender Berg. Das Spiegelbild dazu. Das ist einmal das Erste. Das heißt, muss ich an ein Internet denken und dann kann ich sagen, geht mein Internet oder geht es nicht. Ja. Aber sobald ich an mein Internet denke, gibt es ja auch ein anderes Internet. Es kann ja meins nicht gehen und ein anderes kann gehen. Ja. Und da kannst du die 16 Seiten durchspielen. Da hat ja der Holger diese schöne Tabelle gemacht dazu. Ja. Und damit will ich zeigen, dass es nicht nur für die Brille gibt, an die du denkst. Das muss ich ja mal an eine Brille denken. Dann kann ich sagen, ich denke an meine Brille. Dann gibt es natürlich auch eine andere Brille. Und dann kann ich mir denken, habe ich die jetzt auf oder habe ich sie nicht auf? Und das, so muss man sich das vorstellen. Und das ist im Konstruktprogramm immer im Hintergrund für jede Erscheinung. Ja. Das kannst du jetzt nachvollziehen, wenn dich das interessiert. Ja. Und wenn einer meint, er hat Wichtigeres zu tun, ich sage immer wieder, das ist schon mit Holofeeling, wenn eine meinen, das ist mal zu kompliziert, dann sind sie unreife Geister. Das ist wie wenn du einen Kindergarten gehst, Kind physikalische Formelsammlung gibst. Da kann es damit nichts anfangen. Was natürlich sofort das Ego sich wieder aufbläht, du glaubst, bis ich bin blöd. Ich sage, das zeigt sich doch schlichtweg alleine, wo du geistig stehst. Geistig meine ich jetzt, geistig intellektuell, machen wir mal diese Kombination, für was du dich interessierst. Ja. Und es geht jetzt nicht an Gedanken, sprich an einer Person, die in dir auftaucht, in einen Traum vorzuwerfen, dass es so ist, wie du sie dir träumst, sondern du weißt dann, mit wem du es zu tun hast. Ob es überhaupt einen Sinn macht, sich mit ihnen zu unterhalten. Ja. Darum sagen wir wieder, die muss klar sein, wenn wir uns jetzt unseren Lash ausdenken. Dass genau diese Besserwisser, es ist doch, er rezitiert doch nur sein Programm. Immer Genau. wieder daran denken, wir haben eine Tabula Rasa, wir haben einen leeren Computer und was der dann letztendlich erleben kann, hängt erst einmal davon ab, wie irgendeiner jenseits dieses Computers, das nenne ich die geistige Ebene, was er für ein Betriebssystem kriegt und was er für Programme und Daten kriegt. Sobald du in eine Schule gehst, der Schwamminhalt, der sich vollsaugt, wird maßgeblich bestimmt von dem Umfeld. Ja. Und es sucht sich keiner raus. Wie Genau. oft habe ich früher immer wieder gesagt, solange du in einer Matrix bist, um diese Metapher aufzugreifen, die Matrix jetzt als Weltkonstrukt wie in dem Film, und du befindest dich in einer Matrix und du wächst in einer Matrix, in einer Gebärmutter. Du kannst dir nicht raussuchen, ob du ein Junge oder ein Mädchen wirst, was du für ein Säugetier wirst, weil Säugetiere haben ja prinzipiell ihren Entwicklungszyklus in der Matrix, ob du eine Katze, eine Kuh wirst. Ob du grüne, blaue Augen hast, ob du blond bist, du kannst dir gar nichts raussuchen. Es ist diese Ebene der Matrix, ist ein Dasein müssen. Wenn du dann die Matrix 1, wie ich das nenne, verlässt, du nabelst dich ab, du kommst in die Matrix 2, in diese Traumwelt, die baut ja auf einer Matrix auf, gilt komplett dasselbe. Das Leben, die Rolle, die du spielst, das Buch, das du zurzeit durchlebst, oder den Charakter, den du im Videospiel spielst, konntest du dir nicht raussuchen. Die Frage sich jetzt zu stellen, und dazu braucht man die Inspiration, warum ist es so, dass ich immer im Meer mehr von mir selbst, von dem, der immer ist, erfahre und wie viele unendlich viele verschiedene Gedanken, wenn ich eigentlich aufwerfen kann. Wie viele Formen, wie viele Informationen ich annehmen kann, wenn ich begriffen habe, was diese 200 Gramm Medienmetapher beinhaltet. Und dann kommen wir wieder in die Physik. Tausendmal sage ich, diese Energie, die nicht vermehrt werden kann, sie ist das Meer, symbolisch, und die nicht vernichtet werden kann, weil sie im Meer ist. Sondern die ständig ihre Form verändert, von Augenblick zu Augenblick. Das ist ein träumender Geist. Diese Metapher ist vollkommen neu. Und solange noch immer wieder irgendwelche Fragen stellen, was ist dieses? Ich kriege immer Briefe von irgendwelchen Systemen, von japanischen. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das erklären? Ich fange gar nicht an, ich klicke es weg. Schlichtweg und einfach, wieso interessiert ihr euch für Untersysteme, wenn ihr euch für Holofeeling interessieren könnt? Wenn du Holofeeling verstanden hast und du schaust dann das Untersystem an, kannst du, weil du Holofeeling die Vordersprache verstanden hast, das selber einordnen. Aber solange du das Untersystem absolut setzt, das Jüdische, den I Ching, die Astrologie,
Die kann man alle umrechnen, aber das sind schon ausgedachte Erscheinungen. Interessier dich für die Quelle, wo das herkommt. Ja. Das bist du, Dattvam Asi, das bist du, das ist das Geheimnis. Das lesen alle, die heilige Schriften lesen, zumindest in einer einseitigen Auslegung. Aber haben sie es verstanden? Und du kannst dir die Frage selber beantworten, ein klares Nein, weil wir reden jetzt von unseren Gedanken. Genau. Ja. Egal, welchen Menschen du dir ausdenkst, es ist ein Gedanke von dir. Wieso? Und solange du noch meinst, ein Gedanke von dir könnte was verstehen, solange du in dem tiefen Wahn lebst, zu glauben, du könntest einen Gedanken von dir erklären, wo er herkommt. Es kann durchaus ein Gedanke von dir, sprich ein Mensch, gedacht werden, der dann den Eindruck macht, er hätte das verstanden. Ja. Ja. Aber du hast dann mehr oder weniger dich selber verarscht. Ja. Du glaubst dann nämlich, du hast an einer vergänglichen Erscheinung etwas Existierenden erklärt, was Ewigkeit ist, und dieses existierende Ding, das zwangsläufig vergänglich ist, hat verstanden, was die Ewigkeit bedeutet. Mhm. Ewigkeit kann nur von dem verstanden werden, der selber ewig ist. Yes. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewig. Mhm. Dein Problem ist, inwieweit ist in dir noch der Virus, dass du glaubst, du bist irgendwann einmal in der Vergangenheit entstanden und es hat vor dir schon was gegeben, bevor es dich gegeben hat. Ja. Kannst du packen. Bin immer. Ohne Anfang und Ende, im Hier und Jetzt. Aber mit einem ständigen Wechsel der Peripherie. Ja. Dieses Ringsum, das du letztendlich in dir selbst trägst. Das ist die Spiegelung dieses Eins durch. Ja. Genau. Die 16 Seiten, die wir um uns herum ausdenken, sind 16 Facetten, die in uns sind, wo wir immer nur eine sehen. Denk wieder an den Sinn D. Ja. Sinus heißt immer, dass wenn was da ist, in dem Wörterbuch heißt es noch, gehört ein Vorhergehendes dazu. Ich mag es jetzt bloß so, dann weißt du, was ich meine. Genau. Wir schieben die Zeit zusammen und da geht da nichts vorher, sondern wir haben eine Hierarchie von Subjekt und Objekt. Genau. Ja, ja. Und nicht von vorher und nachher. Ja. Wenn du in den Spiegel lächelst, lächelt dein Spiegel. Du bist das Subjekt. Ja. Aber du lächelst nicht zuerst und dann lächelt der Spiegel, sondern alles, was passiert, passiert jetzt. Ja. Das sind so eindeutige Beispiele. So simpel. Unendlich simpel. Und jetzt dieses Theater, wo ich jetzt wieder gewisse Geistesfunken mit Charaktere werden in ihrer Welt mit Lebenspartnern oder so konfrontiert und die haben das versucht zu erklären und die merken, es ist keine Kommunikation möglich, die haben hier nur ein Chaos erzeugt. Und das lässt dann absolut verzweifeln, weil man merkt, wie unendlich geistlos plötzlich Mitmenschen sind, die man auch sehr geliebt hat. Ja, ja. Ein Leben lang, wo man normal einen Charakter zugesprochen hat, wo du merkst, wenn es um das Wesentliche geht, dass hier überhaupt keine Kommunikation möglich ist. Ja, genau. Und ich sage immer wieder, nur Verstehen ist im Protagonisten in einem Traum. Ja. Den Geist erlebt nur der Geist, der träumt. Ja. Und wenn du was erlebst und du erlebst jetzt dieses Gespräch, egal wer du zu sein glaubst, bist du dieser Geist. Das ist dann der Geist des Funken, weil du eben bloß ein Leben erlebst. Ja. Jetzt dich verloren hast in einem Buch und hast vergessen, dass du der Leser bist. Mhm. Und ja. Das ist diese Vereinfachung, wo ich sage, ich erkläre dir, was du bist und dann ganz, 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 ganz grob, wie du funktionierst. Ja. Was für mich aber momentan sekundär ist. Wichtig ist für mich, dass du verstehst, was du bist. Mhm. Letztendlich ich. Ja. Genau. Ich erkläre es mir selbst, darum nennen wir das ja Selbstgespräche. Und einen, denen das zu mühselig ist, sich immer wieder anzuhören, das ist schon ein klares Zeichen, wenn du dich jetzt selber beobachtest, dass das unreif ist. Ja. Das sind so Sachen, wenn ich jetzt immer als Beispiel meinen Professor Rainer, der sagt, es gibt nichts Wichtigeres, wie dem Mann zuzuhören. Wenn ich nur die Chance habe, eine Stunde den zuzuhören, lasse ich alles stehen und liegen und fahre hin, selbst wenn ich in einer Vorlesung bin. Ja. Der hat es verstanden, um was es geht. Und da geht es jetzt nicht um den Mann, der spricht, nicht um das Pinselmännchen, sondern es geht um dich. Ja. Weil da spricht dein tiefstes Innerstes zu dir. Mhm. Das ist keine Feindbilderpredigt, das dir erklärt, dass alles, was in dir auftaucht, wichtig ist, wie ich, dick. Ja. Und dann ist mit einem G und einem K schreiben, das landet immer dann im Mittelsten, im Mittelpunkt. Das sind Facetten von diesen ureinen, all diesen Nichts, dieser Implosion, diesen Urknall, bevor er geknallt hat. Und es knallt halt nicht diese große Universum, das in Eins-Vorstellung, das auseinanderflutet und dann wieder in den Punkt zusammenfällt.
Lesch hat ein schönes Video, wo natürlich schon wieder dieses Problem kommt, dass man meint, irgendwann in der Vergangenheit, weil er von dem chronologischen Denken nicht loslässt und irgendwann in der Zukunft wird das ganze Universum wieder in diesen Urknall hinein implodieren, der komischerweise in der Vergangenheit explodiert ist. Genau. Er explodiert jetzt und es implodiert wieder jetzt. Jetzt. Implosion. Ja. Ja. Explosion. Genau. Das. Und das ist schlichtweg das, was ich immer so schön sage. Ja. Wir machen jetzt hier dann noch diesen Austausch. Genau. So simple Beispiele. Die Welt spricht zu dir in jedem Moment. So ist es ja. Man muss nur bereit Weil du sein. bist der Einzige sein, der es versteht. Und wenn du jetzt wieder normal, wenn das normale Logik in dir wird, es ist immer das Bedürfnis, irgendjemandem was zu erklären. Kannst du, kein Problem, du wirst nochmal müde, aber du solltest es nur machen, wenn dein Gegenüber ein Spiegelbild von dir ist. Du bist neugierig. Und dann muss der Gegenüber auch neugierig sein. Genau. Und zwar jetzt neugierig auf all die Sachen, die er absolut nicht kennt und die wirklich unlogisch in erscheinen mit seiner Logik. Und um Ja. dir geistig zu folgen, muss er seine Logik verlassen. Alle. Und dieses Logik verlassen haben wir schon wieder 16 Seiten. Es ist ein Unterschied, ob du deine Logik erweiterst, aufbauend auf deiner jetzigen Logik oder ob du in eine vollkommen neue Logik springst. Genau. Dieser Wechsel von Basic zu Windows, wo ich sage. Weil absolut neue Systeme sind nicht abwärtskompatibel. Ja. Du wirst zwar, wenn du das neue System hast, feststellen, dass das alte System ein winziges Untersystem von den neuen ist, aber es besteht prinzipiell keine Abwärtskompatibilität. Das, dieser Sprung war zum Beispiel definitiv wie von dem klassischen Röhrenfernseher, diesem Prinzip. Dann sind ja Flachbildfernseher kommen. Da haben ja die alten Filme laufen lassen, weil die im Hintergrund umgerechnet wurden. Aber irgendwann einmal, wie das Ganze, war ja immer noch analog. Das Ja. reine Signal war ja noch analog, obwohl du einen Flachbildfernseher hast. Das kannst du umrechnen. Aber die reine Umstellung auf digital muss dir eine Zeit lang beide Systeme parallel laufen. Das heißt, es wurde analog gesendet und digital gesendet, dann für die Fernseher, die auch wirklich digital schauen wollen. Und irgendwann einmal, wie eine gewisse Menge von Digitalfernseher da waren, Flachbildfernseher hat es dann ganz definitiv geheißen, jetzt schalten wir das Analogsignal aus. Das ist das blaue Ich und das rote Ich. Dann hat es natürlich auch, wenn jetzt noch wirklich welche einen alten Röhrenfernseher in dieser Zeit ihr eigen genannt haben, hat es natürlich, dann musstest du einen Zusatz kaufen, dass du das Digitalsignal oder Analogsignal draus machst, dass du dann Fernseher noch betreiben konntest. Dann musstest du extra Kästchen kaufen. Das ist der Sprung mit Holofeeling, ist es definitiv. Holofeeling ist zuerst einmal nicht abwärtskompatibel. Ja. Das ist das, wo ich sage, du musst was Unlogisches zulassen. Genau. Solange ich jetzt was erkläre, ich sage, wir reizen zuerst deine Basic-Logik aus, ist ja alles, was ich noch erkläre, im Maße zu deiner Logik nachvollziehbar, wenn du meine Gedankengänge mitgehst. Auch wenn sich manchmal die Haare zu Berge stehen, aber wir reden ja von dem, was hundertprozentig sicher ist. Ja. Ob du das akzeptierst, ist was anderes, wenn ich immer wieder sage, du bist was ganz was anderes wie ein Gedanke von dir. Wenn du an dich denkst, das bist du nicht, das ist ein Gedanke von dir. Solange du dich selbst, das Immerseiende, dein ganzes Leben immer dasselbe Ich, das ist dieses kleine rote Ich, also das rote Ich. Solange du dich mit einem Gedanken verwechselst, mit einer zeitweisen Erscheinung, die auftaucht, weil du dran denkst, wirst du leiden und du wirst ums Überleben kämpfen, weil du das Ding, das du zu sein glaubst, am Leben erhalten willst. Du bist so programmiert. Ja. Menschliche Körper, ich sage, es führt die komplette Schulmedizin ad absurdum. Ja. Und jetzt denk an meine Beispiele. Das hören die Leute, die können mir nicht einmal widersprechen. Keiner wird auf die Idee kommen, ein Säugling am Leben erhalten zu wollen, so wie er ist. Ja. Oder Schulkind. Aber ab einem gewissen Alter versucht man den Körper nicht mehr alt werden, zum Schönheitschirurgen rennen, ein Verbrechen am menschlichen Geist. Die nennen sich dann in ihrer Geldgier Geld zu machen. Wir machen, wollen ja nur das Beste von unseren Mitmenschen. Die nennen sich dann hier Chirurgen, Entschuldigung, Psychologen mit dem Skalpell. Weil der Mensch hat ja, wenn er leidet, weil er hässlich ist oder weil er krumme Nase hat oder weil er fett ist oder zu kleine Titten hat, hat er ein psychologisches Problem. Er leidet ja unter seiner Psyche und darum sind wir, weil wir das Problem ja abstellen, Psychologen mit dem Skalpell. Wir wollen ja nur das Beste von unseren Patienten, dass die sich wieder wohlfühlen. Ich sage, nein, die wollen das Beste, ihr Geld Genau. und nicht, dass die sich wohlfühlen.
Ja. So ist es. Das ist eine Selbstlüge. Ja. Es ist halt diese verhude Welt von Sodom und Gomorra. Ja. Ja. Diese Scheinheiligkeit, wo sie dann jetzt wieder alles stützen. Im letzten Gespräch habe ich angesprochen, das eigentliche Problem ist, dass ihr Gott ins Wanken kommt mit dem Coronavirus. Weil alles mit allem zusammenhängt, wird ja jeder Kleinigkeit, wo du magst. Sobald die Leute nicht mehr ausgehen, jetzt werden die Läden geschlossen. Wer kommt für die Verdienstausfälle auf? Die Kindergärten sind geschlossen. Was ist mit diesen Eltern, die auf die Arbeit gehen und ihre Kinder in den Kindergarten tun? Die können ihre Kinder nicht, wenn sie kleiner sind, Kindergartenkinder daheim rumhängen lassen den ganzen Tag. Dann muss doch da einer drauf aufpassen. Kriegen die da Entschädigung, wenn sie nicht auf die Arbeit gehen? Muss dann der Arbeitgeber mit weiterzahlen? Jetzt wird dann auf die Solidaritätsgemeinschaft angesprochen. Wir lassen euch nicht im Stich. Also wird das schlichtweg und einfach hier wird so und so viele Milliarden Geld freigesetzt. Was ist Geld? Immer ja. Der Wahn Geld. Geld, ja. Geld, nochmal. Genau, so ist. Und wer keine Schuld hat, wer für den ersten Stein. Ja, so ist er. Es geht nur ums Erkennen, nicht um irgendetwas verändern. Ich verspreche dir, ich verändere das für dich, wenn du es erkannt hast. Du musst nicht einmal was dazu tun. Ich sage, du musst nur die Häkchen setzen im Führerscheinprüfungsbogen, was hier unstimmig ist, in Bezug auf das heilige Ganze. Genau. Und da geht es nicht nur darum, dass du den Fehler ankreuzt, sondern dass du weißt, dass eine fehlerhafte Antwort immer auch noch richtige da sein müssen. Ja. Du sollst jetzt nicht ausselektieren, sondern du sollst ganz einfach erkennen, was die richtige und was die fehlerhafte Antwort ist. Ich könnte jetzt sagen, du kannst dir bewusst machen, was jetzt ist und was der Hintergrund ist, den du noch nicht weißt. Ja. Jetzt zum Beispiel beim Doni ist jetzt ein Computer mit einem Pixelmännchen da. Es ist die ganze Zeit aber auch im Hintergrund der Kachelofen da gewesen, der aber erst jetzt zum Existieren anfängt. Ja. Das ist dieses rote und das blaue Tor. Das sind nochmal die ersten zwei Seiten. Und das nochmal klar zu machen, wir können diese geöffnete und geschlossene Schöpfung, kann man auch das A70 machen, dann ist es hier eine geschlossene Quelle. Und die Quelle wird ja, wenn sie blau wird, automatisch zu einem Augenblick. Der Augenblick wieder AGN ist weg. Das sind wir wieder in unseren Ecken, die polaren Ecken. Das sind zuerst mal die These und die Antithese-Seite. Das ist der Kannenspiegel. Sobald wir jetzt den Synthesespiegel dazu machen, kriegen wir dann wirklich eine Ecke. Das ist das Spiel. Ja. Genau. Ja, ich sage dann auch immer wieder, wo ich einen Schritt weiter war, hier in dem Gespräch, wo ich sage dann am Schluss noch, ich habe Gatzt, mir fällt es dann auf, wo ich dann immer sage, der Würfel ist Oktaeder, Achtflächler. Ist eigentlich ja Blödsinn, das stimmt aber, weil ich ja die Punkte immer zu Flächen mache. Ja. Genau. Der Oktaeder, und da sage ich, der Wolf ist der Oktaeder. Und das ist auch wieder ein Test. Jetzt kannst du ganz bewusst, verhaspelt er sich oder reagierst du bloß, das stimmt ja überhaupt nicht, das ist ein Hexaeder. Ich bin schon wieder einen Schritt weiter gewesen im Denken, weil ich immer wieder sage, jede zu jeder Fläche, wenn wir unseren Tetraeder haben, den Vierflächler, hat sich ja gegenüberliegend immer zu jeder Fläche ein Punkt. Ja. Beim klassischen Würfel, beim Hexaeder, sieht es natürlich anders aus, weil der eben nicht absolut symmetrisch ist. Da haben wir ja 6 Flächen, aber 8 Punkte. Ich nenne es ja immer ein Hexagones, ein Oktagoner Hexaeder. Oktagon heißt 8 Punkte mit 6 Flächen. Und diese dreiseitige Pyramide ist auch ein Hexaeder, aber ein Pentagoner Hexaeder mit 5 Punkten gegenüberliegt. Ja. Genau. Und da sind wir ja auch vor langer Zeit viel drauf eingegangen. Und irgendwann einmal hat ja der Wolfgang so schöne Zeichnungen reingestellt, wo er innen Perspektiven mit reinsetzt. Aber ich kann immer wieder nur sagen, entweder interessiere ich das, das sind manche, die stürzen sich dann drauf und machen sich eigene Gedanken. Deswegen wird ein Leben nicht besser. Es ist, jetzt arbeitest du zuerst einmal im Grundaufbau des Konstruktsprogramms, wie hier von der VR-Brille, wo ich dann immer wieder sage, die zwei Bilder, die klassische VR-Brille, sind ja eigentlich schon 4. Ja. Weil die Auge, im Auge, jetzt brauchen wir die Schulmedizin, die müssen wir natürlich jetzt die Symbolik übersetzen. Ist ja jedes Auge, hat ja 2 Retina-Hälften. Ja. Was wird dir da? Ganz kurz dazu. Der Holger ruft gerade an. Schön. Aus dir. Alles aus dir. Holger, was gibt's denn Schönes? Was? Ich habe für heute Nachmittag 14 Uhr einen Termin in Gräfensteinberg, eine Wohnung anschauen für die Bianca. Was will die in Gräfensteinberg?
Habe ich mich auch gefragt. Ans Ende der Welt, das ist wieder Holger. Das sind alles so Kleingeister. Jetzt meinen, die müssen alle nach Weißenburg ziehen. Ja. Das kannst du total vergessen. Du kannst das zwar machen, wenn du willst, aber jetzt den Fehler hat der Holger auch schon gemacht, wie er auf Weißenburg wollte. Dann hat er keine Wohnung gefunden. Dann ist er ins Umfeld nach Dahlmessing. Sag ich, das ist ja nochmal, da kannst du ja gleich in St. Andreasberg bleiben. Hat sich alles geglättet. Es ist, wie es ist. Du wirst getrieben mit einem gewissen Wollen. Mhm. Das kann jetzt sehr positiv sein, wenn das passiert, und das kann negativ sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier unsere Irene nehme, die auf Weißenburg gezogen ist, die ist so unendlich dankbar. Mhm. Beim Holger gehe ich jetzt mal davon aus, dass er es nicht ganz schlecht findet. Der hat ja eigentlich erst zum Leben angefangen. Im Großen und Ganzen, Holger, mal ganz ehrliche Aussage, wie alt bist du jetzt? 62. Wir sagen mal, von den 62 Lebensjahren, wenn wir mal die ersten 20 wegziehen, dann sind es 42. Hat es ein einziges Jahr in deinem Leben gegeben, das unterm Strich wesentlich zufriedener war, wie das letzte Jahr, seit du in Weißenburg wohnst? Da mag vielleicht ein, zwei in jungen Jahren gewesen sein mit Problemen, aber am Stück? Nein. Ich weiß ja hier erst, was Lebensfreude ist. Das habe ich erst gelernt im Alter von 60 Jahren oder seit ich jetzt hier bin. Was ist denn davor? Langer Anlauf. Das ist alles, das ist Weißenburg, ist ja wenn anders. Aber der Witz ist, was er nicht begreift, dass das Weißenburg ist, das er sich jetzt ausdenkt. Ich kann dir viele bringen, die sehen Weißenburg ganz anders, weil jeder, wenn Menschen träumen, macht sich jeder sein eigenes Weißenburg. Ja. Ich arbeite daran, dass er sich verändert. Und in Weißenburg sieht es aus, wenn du rausgehst, da ist zum Beispiel der die Milchchen verteilt, da wird geschägert mit dem, da sind alle, da sagt dir selbst die Autofahrer, sowas hat er überhaupt noch nie erlebt. Ich sage, mach dir mal Gedanken vielleicht, dass du dich veränderst, und wenn du dich veränderst, verändern sich die Spiegelbilder. Das ist, genau. Ja, jetzt bei Rita und Judy sind ja auch auf Weißenburg gezogen. Das ist dasselbe in Grün. Der sagt, das passieren bloß noch Wunder. Dein ganzes Leben kämpft ums Überleben und jetzt passiert irgendwie eines nach dem anderen von selbst. Du musst bloß Geduld haben. Ja, ja. Aber da ist Weißenburg, das kann. Wo ist Weißenburg? Ist Weißenburg jetzt irgendwas da außen? Ja, ein Gedanke. Es ist ein Gedanke. Denk, wenn du dieses Prinzip, du bist der Mittelpunkt. Es ist einer von vielen Punkten, die du dir ausdenkst, wo du dich in diese ausgedachte Mitte, in den ausgedachten Spiegel reinsetzt. Ja, ja, ja. Aber was um dich herum ist, wird immer von dir gesteuert. Mhm. Genau genommen, jetzt hast du mal von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Mhm. Und ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, dass ich sage, das, was ich euch erzähle, das Ich kannst jetzt raussuchen, ob du den Udo meinst oder den IUB meinst. Es ist weder religiöses, geistloses Geschwätz noch esoterisch, geistlos nachgeplappertes Geschwätz, was alles übrigens seine Richtigkeit hat, aber so wie du es nachplapperst und Vorstellungen erzeugst, ist es einseitig und es ist schon gar nicht irgendein naturwissenschaftliches, geistloses Geschwätz, das in der Tiefe total stimmt. Ja. Ob wir vom absoluten Nullpunkt reden, den der Lesch dir erklärt, alles, was er sagt, wirst du von mir nie hören, dass er nicht recht hat, bloß dann das Drumherum, wie er in dir Vorstellungen erzeugt, wie du dir das vorzustellen hast. Oder jetzt die schwarzen Löcher. Du bist ein schwarzes Loch. Was ist eigentlich die Symbolik eines schwarzen Loches? Pass auf, ich bringe es einmal auf den Punkt, in Bezug auf die Einstein-Formel, ohne auf die Einstein-Formel einzugehen. Ich sage, bei Lichtgeschwindigkeit schreibt, wenn wir die Formel jetzt ausweiten, die Lorentz-Transformation vor, dass bei Lichtgeschwindigkeit zuerst einmal die Zeit unendlich wird. Das ist, diese Unendlichkeit ist in einem Punkt, wir dehnen das aus, habe ich gesagt, eine unendliche Linie von Zeitpunkten, wenn du noch chronologisch denkst, die aber letztendlich diese aufgespannte Linie, alle Punkte jetzt gedacht werden, weil sie ja gleichzeitig da sind. Mhm. Der Raum fällt in einem Punkt zusammen. Das passiert am absoluten Nullpunkt auch, da gibt es keinen Raum mehr. Ich sage, es gibt prinzipiell keinen Raum, es gibt bloß einen Traum. Und der Raum ist eine Synthese von zwei Quadratflächen. Das ist deine VR-Brille, erzeugt in deinem Kopf, wenn du jetzt da zwei Monitore hast, das sind deine Augen, das sind eigentlich, die Augen sind wiederum Becken, das sind die polaren Ecken, da siehst du jetzt schon, was ich einfach nur ahne, du ahnst, dass das, was du jetzt vor dir ausdenkst, ist hier Schluss. Genau. Es ist in deinem Kopf, es wird berechnet, wie bei einer VR-Brille. Und jetzt wird es interessant, dass das Ganze ja verbunden ist mit Masse, der rein physikalischen Masse. Ich betone nochmal, Masse ist kein Gewicht. Gewicht entsteht erst, wenn man Masse bewegt,
oder abbremst, beschleunigt, oder wenn zwei verschiedene Massen aufeinandertreffen. Aber um zwei Massepunkte aufeinandertreffen, beziehungsweise sich zwei Massepunkte auszudenken, sind diese Massepunkte nicht dieser Mittelpunkt, aus dem sie herausgebracht werden. Jetzt kommen wir in die Peripherie. Wir brauchen auch einen ausgedachten Raum, um etwas zu bewegen oder abzubremsen. Das heißt, ich bin jetzt aus diesem Mittelpunkt, wo ich sage, der sich ja nicht einmal drehen kann, denke ich mir schon was raus, ein Radius, eine Blickrichtung, was auch immer. Also nochmal, bei Lichtgeschwindigkeit, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, wird Zeit ein ewiges Jetzt, Raum wird ein ewiges Hier und die Masse wird unendlich. In dir ist unendlich viel Masse, die du durch die Visionen in dich als Planeten oder Sterne oder Gegenstände um dich herum verstreust. Super. Aber die letzten Endes immer genau hier sind und jetzt sind, wenn du sie denkst. Genau. Und das ist die Schwierigkeit. Und welche Sachen denkst du aus, wenn du dir Menschen ausdenkst? Das ist immer dasselbe Thema. Kann ein Mensch, den du dir ausdenkst, anders sein, wie du ihn dir ausdenkst? Und jetzt taucht in dir einer auf, den du dir übrigens auch ausdenkst, der wo was anderes behauptet wie du selbst. Jetzt blau geschrieben. Weil sobald du dir einen Menschen ausdenkst, muss ja schon einer da sein, der sich den ausdenkt, der sich im Menschen ausdenkt. Genau. Ich rede ja jetzt nicht, eigentlich denkt sich ja das der Geist aus, aber wenn du sagst, ich denke jetzt hier meinetwegen an die Bianca, dieses Ich, das sich jetzt die Bianca denkt, ist ja nicht dieses Ich, der sich den ausdenkt, der an die Bianca denkt. Holger, den du dir jetzt ausdenkst, hat gerade von der Bianca gesprochen. Also ist ja vollkommen logisch, dass wir uns jetzt denken, dass die an die Bianca gedacht hat, weil sonst hätte er ja nicht diese Geschichte von der Bianca erzählt, dass er für sie eine Wohnung sucht hier in der Nähe von Weißenburg. Du musst diesen Doppelschritt, was ist? Will sich der Holger schon wieder verteidigen? Nein, ich möchte nur etwas richtig stellen. Ich, jetzt das ich suche keine Wohnung für Sie. Sie ich weiß, du okay. Hast nicht zugehört. Ich habe gesagt, der Holger, den ich mir jetzt ausdenke, der muss zwangsläufig jetzt an eine Bianca gedacht haben, weil sonst hätte er davon nicht gesprochen. Ja, das habe ich gesagt. Aber es ist die Frage, ob das Pixelmännchen Holger oder der Gedanke Holger sich das raussuchen kann, dass ich mir das jetzt ausgedacht habe. Jetzt ist die Frage, kann das Pixelmännchen Udo sich das raussuchen, dass du dir das jetzt ausdenkst? Nein, absolut nicht. Jetzt muss ich nochmal, dass du die einfachsten Sachen begreifst. Ich mache nochmal einen Sprung. Wirklich, hörst dir immer wieder an. Wir denken folgendes Video. Wir denken uns dieses Video Weißenburg. Vortrag. Da ist das Pixelmännchen Udo, das holt das Pixelmännchen Stefan auf die Bühne. Dann sagt das Pixelmännchen Udo zu dem Pixelmännchen Stefan, immer spricht er immer dasselbe, halte mal deine zwei Hände vor dich hin und mach mal die Hände auf und zu. Mach die Hände auf und zu. Und jetzt frage ich dich, sagt der Udo, hast du, sprich, ich habe ihn Stefan angesprochen, hast du das Bedürfnis, diesen beiden Händen zu erklären, dass die jetzt auf und zugegangen sind, weil du das ihnen machen liest? Hast du das Bedürfnis, diesen von dir erschaffenen Händen zu erklären, dass sie das tun müssen, was du ihnen tun lässt? Genau. Dann sagt der Stefan zu mir, nein. Ja. Und dann sage ich als Udo, ich habe nicht das geringste Bedürfnis, den Stefan zu erklären, dass ich jetzt meinen Stefan das tun hab lassen, dass er die Hände vor sich hinhält und die Hände auf und zu macht. Genau, so ist es. Ich habe dieses Bedürfnis nicht an der Figur, der ich jetzt eine Anweisung gebe, ob die das macht oder nicht, kann man jetzt wieder ja aber sagen, jetzt kommen wir nämlich in die 16 Zeiten. Das zu erklären, jetzt ist aber die andere Frage, kann dieses Pixelmännchen Udo, wenn du dir den Vortrag anschaust, kann der sich raussuchen, dass er von dir jetzt so ausgedacht wird? Und jetzt wirst du merken, wenn du dich selber beobachtest, dass du sagst, was redet ihr für ein Blödsinn? Das ist doch früher aufgenommen, aber ich habe doch überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Bist dabei? Ja. Die normale Logik wird jeden Menschen, jeden gescheiten, hypergescheiten Arschloch, wird jetzt vorschreiben, was redet der für einen Scheiß? Ich war doch bei der Aufnahme, egal, ich habe doch damit gar nichts zu tun. Wie sieht es jetzt aus, wenn du akzeptierst, dass du träumst? Dann kommt auch dieses Video aus dir. Du bist doch der, der sich das Video ausdenkt. Ja. Übrigens auch das Video, das du jetzt anschaust, das hundertprozentig sicher jetzt aufgenommen wird, wo jedes Wort jetzt gesprochen wird und jedes Wort jetzt angehört wird. Genau.
Jetzt kommt plötzlich eine Vielheit, dass ich sage, spricht jetzt die Worte eigentlich während der Aufnahme der Udo oder spricht jetzt jedes Wort bei der Wiedergabe die Worte der Lautsprecher? Jetzt sind plötzlich Sachen da, die sich widersprechen und jetzt gieren die Menschen wieder nach Fakten. Einseitige Fakten sind Perspektiven. Ja. Und ich weise nochmal darauf hin, ein Faktum, fagere tun, machen, handeln, ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Drum auch übertragenerweise ein hier und jetzt überprüfbares Ereignis. Deine eigenen Tatsachen, der Einzige, der das überprüfen kann, bist du selbst. Genau. Ja. Das Faktum heißt letztendlich, du denkst jetzt an was, du schaust etwas an. Auch sinnlich wahrgenommene Informationen sind deine Fakten. Die werden von dir erschaffen, weil du ein träumender Geist bist. Ich sage jetzt wieder dazu, an die vier Stufen der Vergessenheit denken. Das Faktum ist, dass du von Augenblick zu Augenblick dir eine andere Information erschaffst. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, dass irgendwelche Informationen von dir, dass du mit denen nichts zu tun hast und dass die da außen sind, auch wenn du nicht dran denkst oder dass die schon war, bevor du sie gedacht hast. Das ist ein geistloser, materialistischer Schwachsinn. Und diese Idioten werde ich jetzt alle wegräumen. Grundvoraussetzung, dich wach werden zu lassen, ist, dass du zuerst einmal die ganze Welt wieder in dich hinein implodieren lässt. Und dann machen wir 9 Uhr mal. Natürlich jetzt. Aber du musst es zulassen. Und wenn du das nicht zulässt, lass ich dich in deiner Traumwelt bis in alle Ewigkeit und du wirst ums Überleben kämpfen und du wirst krank werden und gesund werden mit all den Auf und Abs in unterschiedlichsten Charakteren. Ja. Es dreht sich nur um den einen. Genau. Das ist es. Geht nicht um Menschen von irgendwas zu überzeugen. So sind die Beispiele. Und darum gibt es auch alternative Fakten, wenn ich sage, es gibt alternative, zu sagen, alternative Fakten sind letztendlich andere Gedanken, die jetzt vom selben Geist gedacht werden. Und jetzt merkst du die Engstirnigkeit, wenn du an einer einzigen Perspektive, an einer Vorstellung von richtig festhältst. Du wirst nie begreifen, dass die anderen im selben Moment auch da sind. Da sind, rot geschrieben, aber nicht existieren. Jetzt könnte ich wieder sagen, Toni, wo war jetzt die ganze Zeit der Kachelofen hinter dir? Der war in der Quintessenz in dir drin. Und jetzt, sobald du den denkst, ist eine Vorstellung. Ja. Genau. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Was du magst, stellst du immer vor dich hin, du denkst dir immer was aus. Jetzt fang langsam an, um dich zu vervollkommnen, die Sachen auch wieder in dich einzudenken. Du wirst eingedenkt sein. Das ist so ein schönes altdeutsches Wort. Ja, genau. Darum nennen wir ja das Ganze immer Erinnerung. Ein Erwachen in deinem Inneren. Und das ist immer eine aufgespannte Existenz in deinem Gehirn, blau gelesen. Eine aufgespannte Existenz deines Intellekts, weil das blaue G steht ja für den Intellekt. Ja. Das sind die Erinnerungen. Genau. Das ist übrigens jeder von Moment zu Moment, Mom, Gestaltwerdung, Kreisen. Darum nennt man das im Griechischen Memnesis. Ja, genau. Wird vorne mit 2 M geschrieben. Ja. Im Altgriechischen. Die Meme. Sagt die Birkenbill immer. Geht, Birkenbill. Ja. Über Bier, kannst du jetzt nachschauen. In der Form von Bar ist einmal die Quelle. Ja. Und, was heißt es noch? Etwas auslegen. Ja. Etwas auslegen und deuten. Deuten. Rundradix BR, polare Berechnung. Genau. Ken? Basis. Das Fundament. Birken BL. Ja, ich habe mir bei jedem Namen was gedacht. Nomen ist Omen. Das sind alles Figuren, Charaktere in deinem Traum. Ja, ja, genau. So Holger Kallus. Römer viel Holger noch. Das sind die Vornamen, die du dir ausdenkst. Der Kallus, Karl, verbundenes Bewusstsein muss er zuerst noch werden. Den hat er sich noch nicht verdient. Der Kienberger haben wir doch schon so oft gehabt. Ich ging die 64 Zeichen, wo ich gesagt habe, der Berg, sein ganzes Leben sich in erster Linie für Bergsteigen interessiert. Jetzt langsam fängt er sich an, für den hebräischen Haar, für die wahrgenommenen Berechnungen oder die Quintessenz in seinen Kopf zu interessieren. Genau. Die Zeiler verstehen das, was ich jetzt sage, weil sie die Elemente, die Vordersprache verstehen. Genau, so ist.
Geistesfunk sind kleine Donis. Mhm. Jeder Name, du weißt, ich habe ein paar Mal erwähnt, die Sache, wo du sagst, dir, wenn mir mal einer gesagt hätte, dass ich von morgens bis abends bloß Hebräisch bei der Buch über Wochen studiere und in meinem Kopf Sachen erlebe, die anders, total anders sind, wie wenn ich auf die Berg hochklettert bin und da umgestanden bin. Aber anders schön, komplexer irgendwie, nicht mehr mit Bildern zu beschreiben. Ja. Das ist das Geschenk. Das ist ein Geschenk. Und das sucht sich keiner, wenn jetzt einer meint, ich muss das haben, wenn ich in dem Charakter bin. Du kriegst es auch, aber Geduld. Mhm. Wie sieht Geduld aus, wenn ich von dir verlange, dass du ewig geduldig bleibst? Geduld, Wachstum auf, hebräisches Wort, Geduld, Wachstum auf, Zucht, Vollkommnung. Ja. Wir spielen ein Spiel, das nicht nur eine Stunde oder zwei Stunden oder ein Leben dauert. Aber wie lange dauert eigentlich ein Leben, wenn es bloß jetzt gibt? Genau. Jetzt muss man begriffen haben, was subjektive Zeit ist. Mhm. Objektive Zeit, die chronologisch gleichmäßig abläuft, was die Naturwissenschaft vorgaukelt, ist die größte Geistlosigkeit, unter anderem einer der größten Geistlosigkeiten, die es überhaupt gibt. Ja. Da habe ich so viele kleine Beispiele. Mein Aufwachen morgens um drei, wenn du auf den Wecker schaust und die Nacht geht nicht rum. Ja. Wenn dich die Arbeit ankotzt, die 4 Wochen bis zu deinem Urlaub, wie lang zieht sich das? Ich habe so oft gesagt, bei mir jetzt immer wieder so den Zeitraum, wenn ich im Udo nehme, wirklich subjektiv so weit, jetzt ist es natürlich schon so lang her, dass diese 4 Jahre Bundeswehr und die fast 20 Jahre, 17 Jahre, wo ich dann selbstständig war, dass mir die 4 Jahre, das letzte Jahr bei der Bundeswehr ist mir, glaube ich, 5, 6 Mal so lang vorkommen, wie diese 17 Jahre, wo ich im Laden gestanden bin. Ja. Weil ich habe wirklich nur, ich habe immer wieder gesagt, ich habe von den 4, 3,5 Jahren habe ich auf irgendwas gewartet. Auf Ersatzteile, auf Dienstschluss, ich habe mich zu Tode gelangweilt. Also ich betone immer wieder, das hat sich so hingezogen, nicht weil es grausam war, war hochinteressant und sehr spaßig, sondern diese unendliche Sinnlosigkeit, wo ich da damit konfrontiert wurde. Genau. Diese Geldverbrennungsmaschine damals schon in die 80er, in die 70er Jahre, Ende der 70er Jahre, wo mir bewusst worden ist, wie ein Steuerzahler, ach, ihr könnt euch Geschichten erzählen ohne Ende, wie da hier schon mit Federleswirtschaft hier Probleme aufgebaut werden. Das sind Geschichten, in jedem Leben sind solche Geschichten, da passt bloß keiner drauf auf. Genau. Ich war es ohne auszuholen, ich mache bloß einmal Berliner Flughafen von weggenommen, weil ich ja Funkgeräte repariert habe, da hat einer die rumblödelt und haben ein kleines Stück Kabel mit 2 BNC-Stecker, 20 cm, wo man das Funkgerät in die Autos oder in die Jeeps reinmacht, die Tragbahn, die kann man auf so eine Grundplatte stellen, dann muss die Antennenkabel, dann hat es, die Antenne war praktisch auf dem Auto, und du musstest das Tragbare, wo man oben so eine Stabantenne drauf macht, der Stecker kann man wegmachen und dann kann man diesen Stecker mit dem kurzen Kabel mit der Grundplatte verbinden, dass es zur Autoantenne gegangen ist. Mhm. Okay, dieses Kabel, das konntest du in jeden Laden stellen für 8 Mark damals, 8 Mark 60. Ein ganz normales genormtes Standardkabel, 2 BNC-Stecker und ein Stück Koax-Kabel. Da haben wir eine rumblödel und haben das Kabel abgerissen, hat so ein rechtes Jahr gegeben und dann hat der Kompaniechef gesagt, die müssen das zahlen. Dann schaue ich in meine Ersatzteilliste nach, weil ich ja in dem Bataillon war, ich habe ich der Chef der Funkgerätewerkstatt gewesen bin. Die Bundeswehr zahlt für dieses Ersatzteil 118 Mark. Und dann bin ich zum Kompaniechef gegangen und habe gesagt, die verdienen ja eh nichts damals, die Wehrpflichtigen. Habe ich gesagt, ich besorge das. Genau dasselbe Kabel, weil ich habe ihm das erklärt. Er sagt, das ist in Ordnung, wenn das wieder gemacht ist. Es ist ihm wurscht, ob ich das auf dem offiziellen Weg mache oder so mache und austausche. Der Kabel ist wieder da. Und habe ich für 8,60 Mark so ein Kabel geholt bei Konrad in Nürnberg. Und dann war der Käse gegessen. Die haben natürlich dann hier nur eine Strafe gekriegt und Dienste schieben müssen, welche ihren Blödsinn. Aber was damals klar ist, das ist jetzt das, was du hast im Berliner Flughafen, in der Elbschaussee, im Stuttgart 21. Wo kommt dieses Geld hin? Das gilt übrigens auch für Städte. Ihr könnt euch so viele Sachen machen. Sobald kommunal irgendwas drin ist, ich rede jetzt von Ende der 70er Jahre, meint ihr, das hat sich ja noch gesteigert bis zum Es geht nicht mehr. Die Welt um dich herum in deinem Programm, dieses Programm, wird so offensichtlich, dass da nur noch mit Korruption gearbeitet wird. Ja. Oder mit absoluter Geistlosigkeit. Ihr wisst das Beispiel, wo ich sage, wenn man jetzt diese Großprojekte nimmt, wo sich nicht nur das Fertigstellungsende,
sondern auch die Kosten so explodieren, oft verzehnfachen, dass ich immer sage, stell dir vor, du gehst jetzt, du willst ein Häuschen bauen, wir sagen mal ganz einfach, das Haus kostet 500.000 Euro Festpreis, du machst Festpreis ein und das heißt, du kannst nächstes Jahr im Sommer 2021 einziehen. Und irgendwann einmal dann 2029 bist du immer noch nicht in dem Haus und mittlerweile wollen sie 5 Millionen von dir. Das ist jedes, nahe jede zu, jedes staatliche Großprojekt läuft letzten Endes in diese Richtung. Ja. Und egal was jetzt ist, auch hier mit den, das erste, solange du im Geld denkst, solange irgendeiner Geld verliert oder ihn das Geld kostet oder er auch in einer Solidaritätsgemeinschaft für irgendwas bezahlen muss, muss irgendeiner sein, der das Geld einschiebt. Ja. Und die, die das Geld verlieren, die jammern und die, die das Geld kriegen, die freuen sich und was beide nicht begriffen haben, das sind beide Steppen. Die, die ausgespürt werden und die, die einhammern. Das Geld als Ding an sich nur Gedanken sind. Ja. Geld ist rein nur ein Maßstab für Wert. Die Werte von den wirklichen Werten hat deine Menschheit, die du dir ausdenkst, überhaupt keine Ahnung mehr. Genau. Und wer ist daran schuld? Ich. Offensichtlich hast du vergessen, was wirklich wert ist, weil du das Spiel ja mitspielst. Du hast ja nur deine Spiegelbilder vor Augen. Genau. Das war die Grundvoraussetzung bei Holofeeling, wo ich gesagt habe, jetzt als Udo, es muss vollkommen kostenfrei sein. Ja. Und ich will dich ja frei machen. Es kann auch nicht irgendeine bestimmte Sekte da sein, wo du eintreten kannst. Du musst den Weg ganz alleine gehen. Wo ich immer sage, da kann man einen Stammtisch zusammensetzen oder mal einen Vortrag halten und unser Wochenende zusammensetzen, in Urlaub fahren. Aber das ist wie wenn du mit Freunden ausgehst. Das hat nichts damit zu tun, dass da eine Organisation, eine Gruppierung im Hintergrund stehen würde. Genau. Und das ist jetzt, wenn es weh tut, wenn du das jetzt hörst, wenn du Geist bist, das ist schon heftig. Gut, ich weiß jetzt, meine 100 Affen sind da weit drüber weg. Aber wenn du das erste Mal hörst, selbst wenn du ein kleiner Keim von Geist drin ist, das tut weh, die eigene Erbärmlichkeit so schonungslos vor Augen geführt zu bekommen, wie das der Brüssel Uder macht. Ja. Ich war viele mit der meistgehassteste Mensch der Welt. Kannst du mal Johannes seine Frau fragen? Oder vom Hubert die Frau fragen? Immer wieder, denn jede Frau, da liegt was im Argen. Das sind wirklich bloß logische Programme. Und da ist auch keine Kommunikation möglich. Mhm. Oder du kannst dann mich hier mal fragen. Wen? Toni, den Sohn. Achso. Rix sieht jetzt wieder anders aus. Aber unabhängig davon, ob du sagst, die haben es verstanden oder der hat es nicht verstanden. Gedanken haben es prinzipiell nicht verstanden. Genau. Da ist einer, der sehr wandlungsfähig ist. Ja. Komme ich zum schwarzen Loch. Du bist ein schwarzes Loch. Ich habe das erklärt, hast du mal rot gelesen, eine Nichtigkeit, ein Schwarz. Ich habe ja heute Morgen mal kurz was reingestellt hier diesbezüglich. Vielleicht, dass der Redo die Bilder mit dranhängt, wenn er dieses Selbstgespräch reinstellen sollte. Ihr merkt, ich lasse das immer offen. Ich schreibe sie nicht vor, dass es reinsteht. Und dann doch wieder, weil es muss in mir einfallen. Ja. Aber auf die Figur bezogen seine, das musst du machen oder das musst du machen. Ich mache immer nur Vorschläge. Genau. Und es ist ja nie für diese Menschen, die mir uns ausdenken, es steckt ja hinter jedem dieser Menschen, die ich versuche anzusprechen, hinter jeder dieser Maske steckt ja ein Geistesfunken von mir. Der letztendlich immer ich selbst bin, darum sind es Selbstgespräche. Das heißt, in dem Moment, wo ich durch meine Maske einer anderen Person, einer anderen Maske was zukommen lasse, lasse ich mir das selbst zukommen, wo ich durch die andere Maske immer an die Filter denken. Weil da andere Filter eingebaut sind. Ich an dem, was ich selber reinstelle, durch die andere Maske Sachen durchgehen, die ich in dieser Personifizierung verstehe, die ich als derjenige, der es reinstellt, selbst nicht verstanden habe. Weil ich schaue ja durch verschiedene Filter. Je nach Maske habe ich ja verschiedene Filter, aber hinter den Masken bin immer ich. Ja. Das lässt du jetzt einmal auf dich wirken, was ich dir jetzt gesagt habe. Merk dir jetzt mal ein bisschen genauer für die, die immer jammern, dass ich immer dasselbe sage. Das kannst du unmöglich verstehen, wenn du die einfachen Sätze nicht verstanden hast. Und du spitzt es alleine. Umso mehr du dich ins Reine bringst, in Reihe, in den Schöpferkopf reinbringst, umso mehr wird sich die Welt um dich wie durch Zauberhand verwandeln. Das ist ein göttliches Versprechen. Jetzt nochmal eine Wiederholung. Wenn du einen Film anschaust, du kannst an dem Film nichts verändern. Was du verändern kannst, ist dein Wertesystem. Das heißt, du kannst aus jedem uninteressanten Film, aus jedem Scheißfilm, kannst du einen interessanten, guten Film machen. Genau. Weil du weißt ja, selbst in einer Logik ist drauf, dass es Menschen gibt, die finden den Film klasse und andere sagen, der ist schlecht. Du sortierst dich schon wieder in einer dieser zwei Möglichkeiten ein. Ja.
Das heißt, egal wo du dich einfindest, du musst natürlich auch dann aus einem super Film in der Lage sein, einen langweiligen, schlechten Film zu machen. Was jetzt aber sehr einfach ist, wenn du nämlich selbst den besten Film der Welt, wenn du dir 300 Mal anschaust, wird er irgendwann nochmal langweilig, weil du die Metapher verstanden hast. Genau. Die ergibt sich von selbst, aber aus einem schlechten Film einen guten Film machen, da muss man dann ein bisschen was tun. Merkst du? Ja. Das Ganze zum Schwingen, oder? Das heißt, du kannst dein Wertesystem verändern, an dem Film selber kannst du nichts verändern. Die Datei ist ja eine Facette aus dem heiligen Ganzen. Und ich sage jetzt immer wieder, wenn du anfängst, rein dein Interpretationssystem zu drehen, dass du immer genau dir das Gegenteil bewusst machst von dem, was zurzeit zwanghaft in dir passiert durch deine zwanghafte Wertung deines Intellekts. Wenn du dein Wertesystem, deine Beziehung zu diesen Situationen, der Film symbolisiert jetzt jeden Moment, der in dir auftaucht. Du kannst aus jedem schrecklichen Moment einen guten Moment machen. Zum Beispiel jetzt der Coronavirus. Und mal ganz global gedacht, im letzten Selbstgespräch haben wir gesagt, endlich passiert wirklich was, dass eine elementare Veränderung passieren kann. Das ist die Esoterik, sondern natürlich hier das Gerührte selbst. Jetzt wird hier die Welt um, jetzt kommt die Gerechtigkeit, die man wieder bloß eine Revolution mit einer einseitigen Vorstellung von Gerechtigkeit. Übrigens ein Tipp, ein absoluter empfehlenswerter Tipp, da ist dieser Dreiteiler gelaufen, ich glaube, was in den Fernseh, ARD oder ZDF, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Hinterleitner hat der Kassen. Habt ihr das angeschaut? Hinterleitner? Hinterleiten, ne? Ich glaube, Hinterleiten war es. Jetzt ohne Gewehr, ich müsste nachschauen. Vorige Woche, vor 14 Tagen, ist ein Dreiteiler gewesen. Ist das Dorf in Brandenburg oben? Das Dorf in Brandenburg oben, über die Windräder. Du das recherchieren, dieser Dreiteiler ist so genial gut. Mhm. Und zwar in Bezug auf Menschenkenntnis, auf Tierchen gucken. Mhm. Es ist ein kleines Dorf und da sollen Windräder gebaut werden. Aha. Ja. Und das steigert sich, dass die ganzen, alle sind, da gibt es welche, die sind dafür, dann sind welche, die sind dagegen. Und jeder für sich hat seine eigene, ganz persönliche Meinung zu dem ganzen Zeug. Und das sind Getriebene. Und das wird dann so schön am Schluss die göttliche Gerechtigkeit. Dass wirklich der Einzige, wo man ganz am Anfang meint, das ist das Schwein, ja. Dass das der Einzige ist, wo ich sage, wo ich jetzt das rote Gut einstufen dürfte, das ist der Einzige, wo man wirklich sagen kann, der war gut. Der hier von vornherein die ganzen Serien eigentlich von allen Seiten als böse angeschaut wird. Den ganzen scheinheiligen Guten, am Schluss kommt dann die göttliche Gerechtigkeit ins Spiel, dass die alle ihr Fett mitkriegen, jeder für sich in ihrer Boshaftigkeit, in ihrer, da sind die Fähnchen im Wind, da kriegst du alle, die ganze Palette der menschlichen Charaktere kriegst du, ich wüsste jetzt keine Trilogie, das ist als ein Film in drei Teilen, wieder ein Film in drei Teilen, erster Teil ist einmal der Aufbau von Charakteren, so wie sie oberflächlich mit den Masken sind, im zweiten Teil siehst du dann langsam, was hinter den Masken steckt, und im dritten Teil kommt dann die große Synthese, ich sage immer die göttliche Gerechtigkeit. Ja. Sehr. Und am Schluss nahezu alle sind alle nur Verlierer. Es gibt nur Verlierer. Ja. Dass man das verlieren kann, auch was positiv sein, wenn du mal das Bewusstsein aus dem Kopf verlierst, dass du der bist, der du zurzeit zu sein glaubst, bist du wach geworden. Genau. Mhm. Recherchieren, nachschauen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, jetzt muss man hinschauen. Auf welchem Sender suche ich das? Erstes oder zweites? Aha, okay, gut, danke. Ich merke jetzt, als Brösel Udo gesprochen, dass ich sowas von vergesslich werde, die Sachen sind für mich nicht das merkenswürdig. Ja. Das ist interessant, wenn es da ist und wenn es weg ist, ist es weg. Ich nehme das nicht mit. Das, was ich dir gerade sage, was du lernst, du nimmst nur mit, was du lernst. Wenn du das gelernt hast, musst du dir nicht merken, das läuft in den Film. Das hat man doch auch schon so oft gehabt. Wenn ich immer sage, kennst du den Film? Ja. Wen frage ich jetzt eigentlich? Frage ich wieder einer dieser Kisten, ob der Film in den Kisten drin ist? In dir, in dem, der uns jetzt ausdenkt, ist es drin. Und wenn es dich interessiert, kannst du das recherchieren. Wobei natürlich jetzt wieder ein Problem ist mit der Zeit. Wann schaust du dieses Video an? Jetzt. Aber jetzt schaust du unten dann in das Video bei YouTube, ist irgendein Datum, wann das reingestellt wurde. Jetzt. Wenn jetzt da meinetwegen sollte, da 2025 stehen oder 2028, dann spielt es eh keine Rolle, dann hast du was verkehrt gemacht, weil dann dein Leben nämlich nochmal weitergelaufen ist. Mhm. Wenn das jetzt relativ zeitgleich ist mit dem Datum, das du dir ausdenkst, hast du die Möglichkeit, die Spur zu wechseln. Ja.
Lass das auf dich wirken, Holger. Steve. Das merke ich Solltest gerade, du das ja. Video anschauen, jetzt in dem Moment, jeden Moment jetzt, und du schaust jetzt, wann wurde das reingestellt, schon die Frage ist Blödsinn. Es wird jetzt aufkommen, es wird jetzt reingestellt und es wird jetzt angeschaut. Aber wenn du noch in einem chronologischen Denken bist, kann es ja sein, wir denken uns das bewusst aus, dass du jetzt dieses Video anhörst und du schaust unten hin und es wurde vor 6 oder 7 Jahren reingestellt. Ich sage immer wieder, schau dir das Bayreuth-Video an. Mhm. Bayreuth 2001. Udo Feeling oder Udo Petsch, ich kenne, unwichtig. Ich sage, das habe ich jetzt, im Vortrag habe ich jetzt gehalten, habe ich jedes Wort jetzt gesprochen. Wenn du ich bist, dann kannst du das. Genau. Weil dann du nämlich mit Lichtgeschwindigkeit denkst. Aber wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, dann ist jeder Moment jetzt und er ist hier und in dir ist unendlich viel Masse, ja, die du durch deine Divisionen ganz bewusst um dich herum verstreust. Und das schwarze Loch hat jetzt die Eigenart, dass wieder der Massepunkt, der unendlich groß ist, alles mit unendlich viel Kraft anzieht. Ja. Ja. Jetzt sind wir immer bei mir uns noch einen Raum vorstellen mit dem Massepunkt. Denken wir auf die Erde und unseren 100 Kilo, sagt der da drauf liegt. Oder der Mond und derselbe 100 Kilogramm, sagt der da drauf liegt. Ja. Dass der ja hier auf dem Mond viel leichter ist wie auf der Erde, weil die gegenüberliegende Masse viel größer ist. Aber wir denken uns die zwei Massepunkte auseinander. Aber alles, was du dir auseinander denkst, hierhin denkst und hierhin denkst, ist hier. Ja, genau. Darum sind diese einzelnen Massen, die sich angeblich gegenseitig anziehen, befinden sich alle in einem Punkt, nämlich in dem Punkt, in dem roten Kopf, der mit Lichtgeschwindigkeit denkt, der jetzt ganz bewusst sich das ausdenkt und gewisse Entfernungen um sich herum festsetzt, die genau genommen entfernt sind. Das heißt, vor Silbe end, das hast du mal vor sich hingestellt und wieder zurück. Genau. Die Physik ist hundertprozentige Holofeeling. Alles. Die Heiligen Schriften sind hundertprozentig Holofeeling. Du musst die bloß mit der Vordersprache lesen können. Genau. Und sagen wir, es ist ein komplett anderes System. Ja. Dieses Video und die vorhergehenden, wenn ich das Video sage, müsste ein Pflichtvideo sein für die Elite der Welt. Mhm. Aber wenn du dieses Video hörst und hast überhaupt keine Grundlagen, schaltest du das sofort weg in deiner unendlichen Arroganz. Das ist das Gefängnis. Das ist, genau. Mhm. Diese unendliche Arroganz auf ein Wissen, was jeder mein Wissen nennt, das hundertprozentig sicher bewiesen ist, wo ich immer wieder sage, wo du 99,9% nicht einmal streng genommen, absolut gesehen, nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Wie kann ich behaupten, dass was hundertprozentig bewiesen ist, obwohl ich es nicht einmal überprüfen kann, wenn ich will? Weil es mir logisch erscheint. Und jetzt merkst du, wo die Falle der logisch. Logisch ist logisch. Logisch. Da kann man unendlich viele Möglichkeiten machen, wie man sich Lügen ausdenkt. Ja. Fundament, Mendior. Ja. Sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Genau. Münchhausen. Ihr Eitler, deiner wissen das, was das bedeutet. Ja. So, jetzt lassen wir es aber, glaube ich, gut sein. Oh. Das schwarze Loch hat das Endwort. Das schwarze Loch hat ja die Eigenart in der Physik, dass dem nichts entkommen kann, weil das schwarze Loch im innersten Zentrum unendlich viel Masse hat. Aber wo unendlich viel Masse ist, wird alles mit Lichtgeschwindigkeit bewegt in einem ewigen Hier. Und darum ist alles, was ausgedacht wird, kann nicht aus diesem schwarzen Loch weg. Wir können uns was wegdenken, aber es wird immer wieder in den... Jetzt haben wir schon eine Bewegung. Das ist Udo, das war geil. Verstehst du? Das ist das Universum. Oh. Das schwarze Loch ist der Urknall aus dem, was heraus und sofort wieder reingesaugt wird. Das ja, ist ja, ja. Bloß jetzt dreidimensional gedacht. Oh Mann, endlich. In der Corona, dieser Kranz drumherum nennt man die Corona. Aber du kannst auch Krishna Lebensfrische sagen, ne? Genau, immer das, so viele Möglichkeiten. Das sind eben alles alternative Fakten, die man mit Holofeeling eins machen. Zu einer absoluten Eins. Genau. Eins, jetzt mit A vorne geschrieben. AI, ja. Ein nicht existierendes Bewusstsein. Das ist das schwarze Loch. Das ist das rote Ich. Ehrlich? Und diese roten Ich sind die ersten vier. Wenn ich jetzt sage, das Absolute in der Mitte, weil die sind jetzt schon wieder was Ausgedachtes. Tja. Habe ich alles in Kleinigkeiten erklärt und das setzt sich irgendwann, wenn du dir das immer wieder anhörst, setzen sich das wie Puzzlestücke zusammen. Das ist auch der Vorteil, wenn man jetzt auffächern kann. Ja. Dass ich dir sage, was bringt mir das? Es geht nicht darum, dass du ein schlechtes Wort gut machst, sondern dass du plötzlich merkst, dass da Möglichkeiten gibt, die immer in der Waage sind. Ja.
dass es immer in der Waage ist. Und wenn du was anschaust, ich sage einfach mal wertfrei, nicht in Bezug, ist es richtig oder verkehrt, es passt immer. Weil du plötzlich dir bewusst machst, von welcher Seite du die Sache anschaust. Anschaust. Ja, genau. Es passt immer. Jede einseitige Vorstellung vom Richtig setzt zuerst einmal eine Kehrseite. Genau. Jetzt wird ein Kegel mit die Schatten deckt. Dann sind viele andere Perspektiven noch, die mehr richtig erscheinen oder mehr verkehrt erscheinen. Das sind die zwei Hauptgucken, die wir aufeinandersetzen in unserem Spiel. Okay, jetzt lassen wir es aber gut sein. Einen Moment noch, schaltet ihr bitte kurz, wenn das jetzt der Abschluss ist, die Aufnahme mal bitte abschalten. Tschüss, und dann könnt ihr in euren persönlichen Bröselwelten noch ein bisschen quatschen. Ich mach's, Uni, schalt aus. Udo, dich brauche ich auch noch bitte kurz. Ja, machen wir auch gleich. Dich.